Morgen. Immer wenn es um die Nullstellenbestimmung von quadratischen Funktionen geht, gibt es an und für sich Probleme. Und deshalb stelle ich Ihnen in dem heutigen Video noch einmal vor, was man dabei beachten muss, was eine Nullstelle überhaupt ist. Ja, und wie Sie zu vernünftigen Ergebnissen kommen. So. Gucken wir uns dafür zunächst mal eine Beispielfunktion an. Ich habe also hier jetzt schon die Funktion f von x gleich minus 0,5x Quadrat plus 5 aufgeschrieben. Wenn ich die mal zeichnen lasse, sehen Sie den Graphen der Funktion. Und die Nullstellen, die liegen hier auf der x-Achse, die markieren die Stelle, wo der Funktionswert dieser Funktion 0 ist. Also aufgeschrieben kann ich das so aufschreiben. F von x ist gleich 0 und gesucht sind jetzt hier diese x-Werte, wo das Ergebnis dieser Aufgabe hier oben 0 ist. Also grafisch sehen Sie schon, wo die liegen müssen. Minus 3,2 und plus 3,2 so ungefähr. Es gibt bei quadratischen Funktionen maximal zwei Nullstellen. Minimal kann es gar keine geben. Das sehen Sie, wenn ich hier einfach mal das Vorzeichen ändere. Dann kippt ja die Funktion nach oben und dann sehen Sie, haben wir überhaupt keine Nullstelle. Wenn wir jetzt also hier diese Gleichung versuchen zu lösen, wird keine Lösung rauskommen. Wir betrachten jetzt erstmal diese Funktion, wie sie ursprünglich ausgesehen hat. Bei der Grafik kann ich ja immer nur so ungefähr ablesen, wo die x-Stelle ist. Um das genauer hinzubekommen, ist eine Berechnung nötig. So, die Funktionsvorschrift lautet also, f von x ist minus 0,5 x² plus 5. Und gesucht sind die Stellen, wo f von x gleich 0 ist. Das sind also diese Nullstellen. So, daher gilt es jetzt folgende quadratische Gleichung zu lösen. Minus 0,5 x² plus 5. Sie beginnen jetzt bei so einer Umformung erstmal mit der Strichrechnung. Minus 5 bringen wir rüber. So, und jetzt steht hier noch minus 0,5 mal x². Jetzt rechnen Sie also geteilt durch minus 0,5. Also erst haben wir die Strichrechnung, dann die Punktrechnung und ganz am Schluss wird dann die Wurzel gezogen. Die Gleichung wird genau umgekehrt umgeformt, wie Sie das sonst bei Matheaufgaben kennen. Da heißt es ja normalerweise Potenzrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung. Beim Gleichung umstellen, machen Sie genau die umgekehrte Reihenfolge. Minus 5 geteilt durch minus 0,5 ist 10. Minus und Minus ergibt Plus. Und wenn ich 5 in 0,5er Schritte teile, kommt die Zahl 10 raus. Und 10 ist also gleich x². Um jetzt auf x zu kommen, müssen wir wieder mit der Gegenoperation arbeiten und die Gegenoperation vom Quadrat zum Quadrat nehmen ist die Wurzel ziehen. Und jetzt Vorsicht, wir kriegen nämlich jetzt, wenn wir sie die Wurzel ziehen, zwei Lösungen raus, nämlich einmal plus Wurzel 10 und einmal minus Wurzel 10. Die beiden Lösungen kennzeichnet man hier mit einer kleinen Zahl, einem kleinen Indiz, x1 und x2. Und es muss zwei Lösungen geben, weil Sie wissen, wir können ja eine Gleichung von oben nach unten umformen, aber auch zurückverfolgen von unten nach oben, wenn wir jetzt wieder die Gegenoperation anwenden. Und da ist es halt so, wenn ich etwas zum Quadrat nehme, dann komme ich auf die Zahl 10, indem ich Wurzel 10 mal Wurzel 10 rechne oder minus Wurzel 10 mal minus Wurzel 10, weil minus mal minus bekanntermaßen plus ergibt. Rechnen wir die Wurzel nochmal aus mit dem Taschenrechner, dann kommt also da eine Dezimalzahl raus, 3,16 und dann noch unendlich viele Nachkommastellen, aber jetzt mal gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma. Was annäherungsweise für uns genügen, ist x1 und minus 3,16 wäre dann der Wert für x2. Also haben wir die beiden Nullstellen berechnet. Gucken wir uns das nochmal bei GeoGebra an. Und jetzt zoome ich hier noch ein bisschen rein, damit wir das Ganze
auch wirklich überprüfen können und sie sehen, aha, tatsächlich könnte das hier 3,16 ganz gut sein, wo die x-Achse geschnitten wird. So, das war jetzt eine verhältnismäßig einfache Funktion. Gucken wir uns mal eine Funktion an, die ein bisschen kniffliger ist. G von x ist gleich x zum Quadrat minus 4x minus 21. Die ist hier gar nicht drauf. Ich muss ein bisschen aus dem Koordinatensystem herauszoomen. So, die eine Funktion stört hier, die mache ich mal weg. So, Sie sehen, das ist eine nach oben geöffnete Parabel. Der Scheitelpunkt ist vom Ursprung her nach rechts und nach unten verschoben. Nach rechts, naja, ich würde mal sagen, so ungefähr 3 und nach unten auf dem Wert minus 25. Und vor dem x² besteht kein Faktor, also handelt es sich von der Form her erstmal um eine Normalparabel. Eine Parabel, die also weder gestreckt noch gestaucht ist. Die Nullstellen, also die x-Werte, wo der Funktionswert 0 ist, liegen hier auf dieser Achse. Und aus der Zeichnung kann man ablesen, dass es ungefähr bei dem Wert x gleich minus 3 und x gleich 7 sein müsste. Es gibt also wieder zwei Nullstellen. Die Berechnung ist jetzt ein bisschen komplizierter, als das bei der ersten Funktion der Fall gewesen ist, weil wir nämlich noch diese Verschiebung nach rechts da drin haben. Den Trick, wie man das rausbekommt, kennen Sie auch schon. Wir brauchen gleich den Trick einer quadratischen Ergänzung. Gucken wir uns die Funktionsvorschrift also an. F von x ist gleich x² minus 4x minus 21. Und gesucht sind nun die x-Werte, wo der Funktionswert 0 ergibt. Also setze ich das in die Funktionsvorschrift ein. Und jetzt wissen Sie schon, dass es hier Probleme gibt. Wenn ich nämlich diese Gleichung so löse wie gewohnt, also x-Werte und Zahlenwerte versuche auseinander zu klamüsern, also die x-Werte auf die eine Seite, die Zahlenwerte auf die andere Seite zu bekommen, dann funktioniert das nicht, weil ich hier unterschiedlich hohe Potenzen bei dem x habe. Um die Aufgabe zu lösen, bedarf es jetzt einem Trick, und zwar sich die ersten zwei Ziffern dieser Gleichung anzugucken und daraus eine binomische Formel zu gestalten. Binomische Formeln als Erinnerung sind also eine Möglichkeit, wie man Terme zusammenfassen kann. Terme, die so eine Gestalt haben, a² plus 2ab plus b², die kann man zusammenfassen in Form einer solchen Klammer, a plus b, Klammern zum Quadrat. Und da gibt es auch noch eine zweite Formel von a² minus 2ab minus, plus b², kann ich in so einer Klammer a minus b in Klammern zum Quadrat zusammenfassen. Und wir machen jetzt Folgendes. Sie gucken sich jetzt hier an, x² steht jetzt also hier für das a², minus 4x für das minus 2ab, und jetzt fehlt also noch, damit wir eine binomische Formel voll bekommen, das b². a² haben wir also gesagt, ist x², also ist a gleich x, und minus 2ab sind minus 4x. Statt a können wir also jetzt auch schreiben, minus 2x mal b ist gleich minus 4x. Und wir wollen ja rauskriegen, was b ist, also teilen Sie jetzt hier geteilt durch minus 2x das Ganze, und Sie kriegen raus, b ist also gleich 2. Und hiermit haben wir jetzt die Zahl rausgekriegt, die quadratisch ergänzt werden muss, nämlich b² soll jetzt noch dazukommen, b² ist also 4. Diese Zahl merken Sie sich bitte jetzt mal. Jetzt geht es nämlich los mit dem Trick der quadratischen Ergänzung.
Wir haben also rausbekommen, welchen Wert b haben muss und welchen Wert b Quadrat haben muss, nämlich 4. Und jetzt addiere ich in diese quadratische Gleichung den Wert 4 dazu und ziehe ihn aber auch direkt wieder ab. Denn wenn ich den jetzt einfach dazu dienen würde, würde ich ja diese Gleichung ändern. Wenn ich den direkt wieder abziehe, dann habe ich eigentlich gar nichts verbrochen, sondern plus 4 und minus 4 neutralisiert sich direkt wieder, wäre 0. Das heißt, ob ich das Ganze jetzt hier schreibe oder nicht, Sie sehen, das tut an der Gleichung nichts. Hiermit führen wir jetzt einen besonderen Trick aus. Also halten wir fest, das erste Kunststück war jetzt hier diese Nullergänzung, wie man sie nennt, durchzuführen. Die zweite Geschichte ist jetzt, dass ich hier eine Klammer rundherum setze, also eine Aufteilung quasi der Aufgabe vornehme. Minus 4 und minus 21 fasse ich zusammen zu minus 25. Der vordere Teil hier in der Aufgabe, der hat jetzt hier die Gestalt wie die zweite binomische Formel. A² minus 2ab plus b². Und da sehen Sie oben rechts, wie ich das zusammenfassen kann, nämlich in dieser Art und Weise. Aus x² minus 4x plus 4 wird nach binomischer Formel x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Ist die Gleichung erstmal auf dieser Form, ist es jetzt sehr einfach, die Nullstellen zu bestimmen. Denn nun muss ich nur noch die 25 auf die andere Seite der Gleichung holen. 25 ist gleich x minus 2 in Klammern zum Quadrat und kann jetzt die Wurzel ziehen. Vorsicht, beim Wurzelziehen werden Sie wieder zwei Ergebnisse bekommen, nämlich einmal 5 ist gleich x1 minus 2 und einmal minus 5 ist gleich x2 minus 2. Diese kleinen Indizes 1 und 2, die kennen Sie schon bei der Aufgabe von vorhin. So, wir haben jetzt aus dieser Gleichung zwei lineare Gleichungen rausbekommen und die gilt es jetzt einzeln betrachtet zu lösen. Die minus 2 muss noch rüber, also plus 2 hier auf der linken Seite und erhalte 7 ist gleich x1 und so forme ich auch die zweite Gleichung hier um, rechne ich auch plus 2, minus 5 plus 2 sind minus 3 ist die zweite Nullstelle x2. Halten wir nochmal fest, was der absolute Trick dieser Aufgabe ist. Diese beiden Werte werden angeguckt und denen werden diese Segmente der binomischen Formel zugeordnet, dass es sich um die zweite binomische Formel handelt. Erkennen Sie an dem Minuszeichen. Der Wert b bzw. der Wert b² wird dadurch errechnet, dass ich x gleich a gesetzt habe und minus 4x gleich minus 2ab. Einfach gesagt kann auch dieser Wert, der hier vor dem x steht, durch 2 gerechnet werden. Dann erhalten Sie auch den Wert b. Ist b² errechnet worden, wird an dieser Stelle hier eine Nullergänzung durchgeführt, um im nächsten Schritt die Aufgabe so zu zerteilen, dass ich vorne wirklich eine binomische Formel stehen habe und hinten einen Rest. Die binomische Formel wird zusammengefasst, damit ich im nächsten Schritt die Wurzel hier ziehen kann. Und durch das Wurzelziehen erhalte ich die zwei Lösungen, die erste Nullstelle und die zweite Nullstelle. Merken Sie sich die Zahlen 7 und minus 3 und begeben wir uns mal kurz wieder in das Programm GeoGebra. Wir hatten es schon vermutet, minus 3 und 7
sind genau die x-Werte, wo die x-Achse von der Funktion geschnitten wird. Als schwierig stellte sich jetzt immer heraus, die binomische Formel auch wirklich aufstellen zu können. Ich empfehle Ihnen dafür, mal auf der Seite 52 die Aufgabe 2 zu machen. Da soll man binomische Formeln immer ergänzen, damit Sie da wieder ein Feeling für bekommen. Und ansonsten gilt bei dieser Aufgabe wie in vielen anderen Mathe-Sachen auch, Übung macht den Meister. Also Sie müssen wirklich ein paar Aufgaben rechnen, um dafür ein Feeling zu bekommen und nicht dann so wie ein Ochs vom Berg immer davor zu stehen. Aber das kriegen Sie gut hin und ich drücke Ihnen die Daumen und bin ja dann auch wieder ab morgen für Sie da. Also, bis dahin. Viel Erfolg.